So, hi, ich bin der Graphic Guy. Daniel ist mein Name. Das ist, glaube ich, das allererste Video, wo ich mich zeige. Erstens mal tut mir leid wegen dieser schlechten Kameraqualität. Eigentlich wollte ich das mit dieser Kamera hier aufnehmen. Das hat aber nicht funktioniert, da ich, wie soll ich sagen, erstens mal das Stativ da hinten nicht aufbauen wollte. Bin ein bisschen faul. Wir haben nämlich gerade 11:30 Uhr nachts. Mein Stylus ist kaputt. Egal. Und da ich meine Speicherkarte nicht auffinden konnte, um das Video mit dieser Kamera zu machen. Aber egal, das nächste Mal gibt es halt ein Video von dieser Kamera. Der hält ja gar nicht mehr. Oh. Ups. Ja, bevor ich hier noch irgendwie keine Ahnung was mache, da hinten ist Superman. Ich krieg das nicht hin, ich bin zu blöd dafür. Superman-Bettwäsche. Warum mache ich dieses Video? Da kam jetzt eine sehr, sehr lange Zeit kein einziges Video mehr von mir. Man hat nichts mehr von mir gehört. Ich bin nicht tot, ich existiere noch. Ich will sagen, ich mache weiter Videos. Bloß ich muss jetzt dafür sorgen, dass ich Photoshop CS6 bekomme. Ich wurde nämlich bei einem Internetradio als Grafiker engagiert. Ich werde zusammen mit ein paar anderen Personen die Website dieses Internetradios komplett neu machen. Ich sende auch auf diesem Internetradio. Genauere Informationen bekommt ihr in einem anderen Video dazu. Und ja, deswegen bekomme ich jetzt Photoshop CS6 auf meinen Rechner. Und dann gibt es auch wieder schön Tutorials mit Photoshop CS6. Und wenn ich muss noch die Inhaberin des Radios fragen, und dann werde ich vielleicht sogar ein bisschen mitfilmen dürfen, wie ich an dieser Website arbeite. Aber ich werde nichts genau erklären, ich werde Speedarts dazu machen. Ja, das wollte ich eigentlich auch nur sagen. Es kommen in der Zukunft wieder Videos von mir, keine Sorge. Ich versuche das Ganze regelmäßiger zu machen, aber ihr müsstet zu bedenken, ich bin momentan in der Schule, habe ziemlich viel Stress mit der Schule, und kam einfach nicht dazu, Videos zu machen. Das tut mir leid. Ich möchte euch übrigens danken für all den ganzen Support, den ich bekommen habe für meine Videos, für die konstruktive Kritik unter meinen Videos. Sowas kenne ich bei anderen YouTubern zum Beispiel nicht. Also echt danke an euch alle, und jetzt kommen auch in Zukunft wieder, was wollte ich sagen? In Zukunft kommen jetzt auch wieder bessere und ja, bessere Videos, und es kommen Videos. Ja, danke fürs Zuhören, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.